Burpees mit Flaschen. Hier würde ich euch empfehlen, guckt vielleicht, dass ihr euch entweder eine Serie einteilt oder nennt wieder die Minute, dass ihr sagt, ich mache in einer Minute so viele Burpees, wie ich schaffe. Also, dass ich dementsprechend die durchhalte. Am besten werde, wenn das möglich ist, mit Nasenatmen. Da hat man so ein bisschen eine Kontrolle. Wenn ihr dann den Mund aufmachen müsst, ist es Zeit für eine Pause. Oder sagt einfach, ich mache immer 100 und das 20 Mal, keine Ahnung. Jedenfalls mit den Flaschen. Ihr geht runter, stellt die ab, geht in den Liegestütz, macht den Burpee quasi zur Hälfte bis ran, nehmt euch wieder die Flasche und nutzt das gleich, dass ihr nicht so macht, sondern wirklich diesmal richtig ausstreckt. Dann wieder runter, ran, die Mädels kommen quasi über die Knie, auf und dann nehmen sich die Flaschen und richtig ausstoßen. Und so weiter. Guckt hier bitte, die großen Jungs können so viel nehmen, wie sie tragen können. Wenn jemand so ein bisschen Nackenprobleme hat oder generell schon die Nackenverspannung oder mit der Schulterprobleme, dann nehmt euch eine kleine Wasserflasche, eine 0,3er oder irgendwas, aber wichtig ist, dass wir was greifen können und ein kleines Gewicht haben,